dann starten wir jetzt auch und nutzen die Zeit. Dann begrüße ich jetzt alle ganz herzlich, ganz besonders natürlich unsere Gesprächspartner, unsere Referenten bei dieser diesem Online-Webinar zur bedarfsorientierten Forschung als Antwort auf Covid-19 in Afrika. Ein Thema, das uns sehr beschäftigt, denn wir sind natürlich durch dieses Jahr, durch dieses Virus im Grunde getrieben worden. Und unser Anliegen ist es, dass wir eben nicht nur die Herausforderungen hier bei uns in Deutschland bewältigen, sondern dass wir tatsächlich Wege finden, wie wir mit dieser großen Herausforderung weltweit klarkommen und eben möglichst zeitnah auch zu wirklichen ernsthaften Schritten kommen. Und dafür spielt natürlich der ganze Forschungsbereich eine ganz große und wichtige Rolle. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung jetzt in dieser Form durchführen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für die engagierte Vorbereitung durch die NBI und natürlich auch, dass das Bernhard-Nocht-Institut, Herr Professor May, Sie sich an dieser Stelle so engagieren. Und vor allem freue ich mich natürlich auch über die Zusammenarbeit an dieser Stelle mit PCCR und Herrn Professor Amoasi, dass wir das jetzt heute so miteinander durchführen können. Ich will vielleicht noch mal sagen, also wir wissen alle, dass die aktuelle Situation für die Länder mit geringeren Einkommen natürlich eine sehr viel größere Herausforderung noch mal ist als für die Industrienationen dieser Welt. Und darum ist es eben wichtig, wirklich auch in der Kooperation und Forschungszusammenarbeit hier miteinander zu überlegen, wie wir das noch optimieren können. Wir wären sehr gerne im April als Unterausschuss Globale Gesundheit nach Ghana gereist, um einfach auch ganz konkret vor Ort diese Kooperation kennenzulernen, aber vor allem auch mit dann zu befördern. Aber das ist wohl auch eine Lehre aus der Covid-19-Zeit, dass man es auch anders machen kann. Und darum machen wir es heute in dieser Form. Vielleicht noch eine kleine Regieanweisung für den Anfang, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man eben die Dolmetschfunktion nutzen kann und dass man nachher in der Frage- und Antwortrunde die Möglichkeit hat, eben mit der Handhebefunktion sich bemerkbar zu machen. Und vielleicht auch noch für die später dazugekommen sind, aus datenschutzrechtlichen Gründen noch der Hinweis, dass die ganze Sitzung aufgezeichnet wird. Ja, so viel einfach mal zum Anfang und dann starten wir gleich in die Inhalte. Und als erster wird Professor Dr. May sprechen zum Thema Covid-19, F&E-Bedarf in Subsahara-Afrika. Herr Professor May, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich schalte mal um auf die Präsentation und ich hoffe, dass Sie sie jetzt sehen und nicht den Moderator-Ausschnitt, sondern die tatsächliche Vollbild-Präsentation. Ist das so? Funktioniert super. Gut. Ja, vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, über ein Thema zu sprechen, das mir besonders am Herzen liegt. Bei der täglichen Informationsflut zu Covid-19, die sich verständlicherweise vor allem um unsere Sorgen dreht, wird oft vergessen, dass es Regionen auf der Welt gibt, die viel mehr unter der Pandemie leiden oder von ihren Folgen bedroht sind. Und ich freue mich, dass es im Bundestag auch bei Covid-19 weiterhin Interesse zu den Aspekten der globalen Gesundheit gibt. Als die Epidemie eine pandemische Dimension bekam im Frühjahr, gab es die Erwartung, dass der Ausbruch über den afrikanischen Kontinent hinwegfegen könnte. Epidemiologen befürchteten im Frühjahr Millionen von Covid-19-Toten in Afrika. Und viele Länder des Kontinents sind auf dem Human Development Index des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen auch am schlechtesten gerated. Und tatsächlich gibt es, wie wir alle wissen, sehr schwache Gesundheitssysteme in vielen Ländern, die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben sind unter $50 pro Jahr in vielen westafrikanischen Ländern im Vergleich zu über $2,500 pro Jahr in Europa und in den Vereinigten Staaten. Wir haben es natürlich mit Regionen zu tun,
die unter Überbevölkerung leiden. Armut spielt immer eine Rolle und in vielen Gegenden, vor allen Dingen auf dem Land, gibt es unhygienische Verhältnisse. Und in vielen afrikanischen Hauptstädten gibt es sehr hohe Bevölkerungsdichten. Während New York eine Bevölkerungsdichte von knapp über 7000 Personen pro Quadratkilometer aufweist, sind es in Dakar, Abidjan, Lagos mehr als 10.000 pro Quadratkilometer. Doch die vorhergesagten Fälle und Todesfälle sind Gott sei Dank in Afrika bisher bei Weitem überschätzt worden. Auf der proportional überzeichneten Darstellung, die man hier sehen kann, erkennt man, dass die Epidemie im März zunächst von China nach Europa überschwappte, im April nach Nordamerika und später nach Südamerika und auf den indischen Subkontinent. Doch der afrikanische Kontinent hier in Grün, der blieb mehr oder weniger außen vor, außer Südafrika und die nordafrikanischen Länder. Aber gerade da, wo die Gesundheitssysteme am schwächsten sind, in den äquatorialafrikanischen Ländern, Subsahara-Afrika, dort ist die Epidemie bisher ausgeblieben. Und tatsächlich sind bis heute alle epidemiologischen Parameter in Afrika relativ klein. Die kumulativen Fallzahlen, die aktiven Fälle, die Inzidenzrate und sogar die Fallsterblichkeitsraten sind niedrig. Und wenn man annimmt, dass in Afrika nur schwere Fälle diagnostiziert wurden oder werden, wie das in Europa zu Beginn der Epidemie der Fall war, dann müssten zumindest die Fallsterblichkeitsraten höher sein. Und das ist nicht der Fall. Also was sind die Gründe für die niedrigen Fallzahlen in Afrika? Eine erste Vermutung ist oft, die Zahlen stimmen einfach nicht. Die Dunkelziffer ist viel größer als in anderen Teilen der Welt. Allerdings wurde in Afrika schon am Anfang, zumindest in den größeren Städten, sehr viel getestet. In Ghana, in Kumasi, wo Herr Amwasi herkommt, sind über 150.000 oder um die 150.000 Tests gemacht worden, viel mehr als am Bernhard-Nocht-Institut. Und die Testraten waren über die Kontinente hinweg durchaus vergleichbar. So einfach ist also die Frage hier so nicht zu beantworten. Tatsächlich, andere vermutete Gründe sind, dass es einen späteren Beginn des Ausbruchs gab. Tatsächlich war das Risiko einer direkten Viruseinschleppung aus China nach Afrika relativ gering. Trotz der intensiven Handelsbeziehungen zwischen China und afrikanischen Ländern, das weiß man ja, gibt es trotzdem viel mehr Flugaktivitäten nach Europa und in die USA von China als direkt nach Afrika. Und die afrikanischen Länder konnten schon sehen, was in Italien passiert ist und sich darauf vorbereiten. Und es gab deswegen sehr frühe und strikte Maßnahmen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren, Schulschließungen in Afrika im Vergleich zu anderen Kontinenten, oft sogar bevor überhaupt ein einziger Fall entdeckt wurde. Das spielt sicherlich eine Rolle, denn man weiß aus den Modellen, dass eine frühe Reaktion einen großen Effekt hat. Das ist nicht nur eine Verspätung eines Peaks, sondern das ist auch eine Abflachung des Peaks, wenn man früher anfängt, Maßnahmen zu beginnen. Die Struktur der Bevölkerung ist natürlich anders in Afrika. Es gibt eine andere Altersverteilung. Und in den städtischen, die Lebenserwartung steigt in Afrika kontinuierlich und schneller als in Europa, aber sie ist immer noch 10 Jahre niedriger als in den sogenannten entwickelten Ländern. Und daher gibt es auch seltener Zivilisationskrankheiten. In den städtischen Gebieten sieht man aber auch in Afrika immer mehr Menschen mit chronischen Herzkrankheiten und Diabetes als Folge des demografischen Wandels. Es mag genetische Unterschiede geben. Zum Beispiel senkt Blutgruppe 0 das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs. Und diese Blutgruppe kommt auch häufiger in Afrika vor als in Europa, weil sie auch vor Malaria schützt. Und es ist bekannt, dass es in Europa und im städtischen Afrika und im ländlichen Afrika unterschiedliche Immunantworten gibt, wahrscheinlich aufgrund der häufigeren Vorinfektion. Und die klimatische Situation ist natürlich anders. Die Inzidenzen in Afrika sind aber trotzdem geringer als in anderen tropischen Ländern in Südamerika und Asien, die auf den gleichen Breitengraden liegen. Also das allein kann auch keine Erklärung sein. Und dass die Viren dort anders sind, dass es Mutationen gibt, die die Virulenz herabgesetzt haben, dafür gibt es gar keine Hinweise. Es gibt
viele Gründe und vieles ist hier auch noch nicht klar, warum in Afrika der Ausbruch noch nicht so stark war. Aber ein bevorstehender Beginn einer großen Epidemie in Subsahara-Afrika ist nicht ausgeschlossen. Also es kann auch hier eine Welle geben, die dann auch verheerend sein könnte. Denn es gibt natürlich einige Folgen und Probleme für Afrika bei einem Ausbruch. Zum Beispiel, was der Zugang zur medizinischen Versorgung in den ländlichen Gegenden betrifft, die Impfprogramme, die Aktivitäten bezüglich der vernachlässigten Tropenkrankheiten, die Verfügbarkeit der persönlichen Schutzausrüstungen und damit auch die Gesundheit des Medizin- und Gesundheitspersonals und auch die Möglichkeit der Selbstisolierung und der Quarantäne ist in Afrika aus verschiedenen Gründen ganz anders. Und auch die Funktion von Universitäten und Forschungsinstitutionen sind bedroht, die hier dann auch agieren können, um die Bekämpfung voranzubringen. Und natürlich gibt es auch Aspekte der politischen Instabilität. Und John Amoasi wird gleich über diese möglichen Folgen und Probleme, die nicht nur bei einem Ausbruch passieren, sondern schon aus Angst vor einem Ausbruch, also als Begleiterscheinung indirekte Folgen, darüber wird er gleich auch berichten. Also es handelt sich hier um eine unvorhersehbare und womöglich katastrophale Situation, wenn in Afrika wirklich ein solcher Ausbruch passiert. Ob Afrika letztendlich von einer großen Epidemie verschont bleibt, ist schwer vorauszusehen. Um das abzuschätzen, ist es auch wichtig zu wissen, wie die Herdenimmunität ist und wie sie geografisch verteilt ist, innerhalb eines Landes und innerhalb der Region. Und das kann klären, wie groß der Bedarf an Impfstoffen und Medikamenten ist. Aber eine besonders wichtige Frage bleibt, welche Medikamente werden in Afrika benötigt? Das müssen nicht unbedingt die gleichen Medikamente sein wie in Europa oder Amerika, weil Bedingungen und die Situation anders sind. Solche Forschung durchzuführen in ländlichen Gebieten, in ressourcenarmen Ländern, ist nicht immer eine einfache Aufgabe. Es gibt Probleme mit Strom, Wasserknappheit, Staub, was empfindliche Geräte betrifft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zuverlässige Infrastrukturen brauchen, wie zum Beispiel das KCCA. Das ist eine offene Forschungsplattform, die seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem BNI-TM zusammenarbeitet und vom Institut über die Ministerien und mit den Ministerien auch aus Deutschland heraus unterstützt wird. Und hier sind also alle für die Studien notwendigen Laborkapazitäten vorhanden. Man kann hier dort praktisch arbeiten, so wie in Deutschland. Und es gibt auch mehrere Satellitenlabore in den umliegenden ländlichen Regionen. Und was immer wichtig ist, ist es, nachhaltige Kapazitäten für die Forschung und Laborarbeit aufzubauen, einschließlich Biosicherheit und Arbeitsschutz, Epidemiologie, Datenbanken, statistische Analysen. Und in den letzten Monaten war es allerdings extrem schwierig, weiter Aufbauarbeit zu leisten, aufgrund der Reise-, Liefer- und Versorgungseinschränkungen. Es hat alles etwas länger gedauert und war alles etwas schwieriger. Und diese enge Verbindung zwischen den Forschungsinstituten in Ghana und in Deutschland, der Universität vor Ort und dem Nationalen Gesundheitsministerium hat zu einer stabilen Infrastruktur und dem Aufbau von personellen Kapazitäten geführt und das ermöglicht es, dass klinische Studien zu Medikamenten gegen Covid-19 in Afrika und von den afrikanischen Kollegen durchgeführt werden können, zusammen mit einem starken Partner, eines auch vom BMBF geförderten PDPs, also einer Produktentwicklungspartnerschaft, nämlich dem DNDi. Und dafür haben wir die Covid-19 Clinical Research Coalition gegründet und die Anti-Cough-Plattform geschaffen unter dem Schirm von DNDi zusammen mit 9 internationalen Institutionen und Partnern in 13 afrikanischen Ländern, glaube ich. Sabine Specht wird über Anti-Cough und die DNDi-Aktivitäten ja gleich auch im Zusammenhang im Anschluss berichten. Und man darf nicht vergessen, dass der Aufbau von Kapazitäten in Forschung und Entwicklung auch die wissensbasierte gesellschaftliche Entwicklung in den Ländern unterstützt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das wichtiger als jemals zuvor zu sein scheint. Wie immer möchte ich mich am Schluss bei denen bedanken, die an einem solchen Treffen nicht teilnehmen können und die mit Vertrauen und Engagement mitmachen für eine gemeinsame Sache, nämlich den Teilnehmern der Studien. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Professor May, für diesen Einstieg in unser Thema und auch diesen kompakten Überblick. Und dann leite ich gleich über an Dr. John Amuasi, der uns jetzt vortragen wird über die Bewältigung der doppelten Belastung von Covid-19 und PRNDs in Afrika und eben speziell in Ghana. It's your turn. Oh, thank you very much. Can you kindly confirm that you can see my slides? Yeah, all good. Great. Now, I'd like to thank you very much for this invitation. I'd like to especially thank my colleague, Professor May at the BNITM and the DNDi, and especially to you, honorable parliamentarians in Germany. I think it's really exciting that people of your state can spend some time to listen to some of us on the ground regarding the work we're doing, especially the research which your government supports. And I'm hopeful that this will be very helpful in granting you the insights that you need. As the moderator rightly mentioned, there was the desire to be physically on the ground in Ghana, but this has not been possible. Owing to the COVID-19 pandemic, I'm hopeful that this will bring you as close as possible as we can do it virtually. Now, the picture that you see in your backdrop is a town called Samandeni in Burkina Faso, 1975, an old picture. This was before I was born, let me just make this clear. So I obtained this from an old friend, and it just shows a deserted village on account of the onchocerciasis, and it just shows the kind of devastation that neglected tropical diseases are able to wreak on the lives of people. Now, it's really important to note that in neglected tropical diseases, the focus is really on the neglected peoples and not necessarily the disease itself. It's not just the poor, but the poorest of the poor. And it's the extreme poverty which is the major variable that puts them at risk, not only of acquiring, but also suffering from the ill effects of what I describe as a constellation of tropical diseases, which we call neglected tropical diseases. So this is why referred to as poverty-related neglected tropical disease, the disease. I must point out that most of these neglected tropical diseases are in effect bacterial, parasitic, fungal, and also viral diseases. Of course, today viruses are the king or the queen, if you prefer, of all the pathogens because of the attention on COVID-19. But of course, snake bite is also now one of the neglected tropical diseases. And these affect more than 1.5 billion people globally. And if you look on the slide to the top left, you would realize from the color of Africa that it is disproportionately affected. Over 40% of NTDs globally exist in Africa. So this is why Professor May's slides on COVID in Africa are really important, because if you were to have had a reverse of the burden of COVID, at least presently in Africa, being higher than what we see now in the global north, you can only imagine what that layering of a severe COVID on an already bad situation with NTDs would be in Africa. And we are not out of the woods just yet. It is too early to suggest that Africa has escaped from the burden of COVID. And I'll explain this further using both direct and indirect examples. It's important to note that there is a wider neglect in the sense that we have some drugs, some diagnostics, some vaccines that can address NTDs. Some of these are just not available owing to the free market economic system, which sort of doesn't support a system where people who cannot afford are able to get access to these interventions, be they drugs, vaccines, or innovative interventions. And this is where DNDi has played a very significant role, and some of us have supported with research to complement that.
I must go on to speak specifically to the importance of COVID-19 to global health and poverty. Now, COVID-19 has been a global disruptor. It's been a health crisis that has had unprecedented direct effect via morbidity and mortality and indirect socioeconomic events or effects. So we're only beginning to see the negative feedback loops of the effect of COVID-19 on health and well-being and on the health systems, particularly all the building blocks of the health system. And I believe that these effects we are yet to really understand and to see, and they will remain with us for a very long time to come. Now, the direct health impact on COVID-19 may not appear to be as severe as that in Europe and in North America, including Germany, but the impending indirect effects are what I believe will be deadly. Not might be deadly, but will be deadly if we do not take appropriate action. There's heavy reliance on the importation of food and other commodities. And now with travel and flights disrupted, it means that there will be changes or increases for that matter in the prices of commodities. There will be reduced purchasing power because people are not earning as much. Revenue generation from tourism will decrease. And this is gonna have severe socioeconomic effects. You can think of things like universal coverage, slogans like leave no one behind, global equity, and all these things that we have been preaching over the years. And now these are being severely challenged on account of COVID. The NTD roadmap, the Neglected Tropical Disease Roadmap, which has been endorsed by now the World Health Assembly, I believe is in jeopardy of already. It's right from the starting block, it's already on jeopardy because when this was being drafted, COVID-19 was not known. And now we have the spanner in the works, which is already threatening being able to meet some of these milestones. A critical example I can show you right now is that of COVAX. And I think it's a constant reminder of the tensions between satisfying national interest and responsibility at the national level and global health equity. And so far COVAX is appearing to be more of having the money but not being able to get the vaccines themselves. So is it just lip service or will there be actual access to the vaccines? And we can discuss this ad infinitum. So I want to speak to what we refer to as the double whammy of COVID-19 and poverty-related NTDs. And on the slide, I've tried to pull out some of the important relationships that COVID-19 shares with a poverty-related neglected tropical diseases. In all crises, especially in health crises, the poor will always be disproportionately affected. So if it's bad for everybody, it will be especially bad for the poor and the poorest of the poor. And this is because of limited availability, accessibility, and affordability to health services, and the disruption of the existing programs that are aimed at addressing some of these inequities. And for those who are already suffering from NTDs, the COVID-19 therefore poses what I call a double whammy effect. Now, this double whammy effect, I suggest, can be looked at in two ways, the indirect double whammy effect and the direct double whammy effect. Let's talk about the indirect effect, which I think is most important. The indirect effect really has to do with the disruption to health services. And you can think of typical activities like mass drug administration for helminthiasis. Now, helminthiasis is essentially the worms which are transmitted to people, especially children, when they come into contact with the soil and the eggs of these worms are in the soil. They get into their bodies and they prevent them from growing properly. They often lead to anemia or low blood levels so that they cannot progress in their educational level and they cannot break the cycle of poverty. Now, this mass drug administration for helminthiasis is normally carried out via the school system. And now with the COVID-19, schools are shut down, which means that the mass drug administration of these anti-helminthics cannot take place. Children will not get the drug. They will end up with the worms. They may be worsening anemia. They will not perform well in school. And the cycle of poverty will not be broken. You can also think about interventions like the surgeries that are carried out for Borrelia ulcer when they need to excise the skin that is so badly damaged and do skin grafting. Think about the hydrocephalectomies for lymphatic filariasis with people who have the scrotums which are enlarged and need to have the hydrocele drained, the fluid that accumulates. These cannot take place because of the high risk involved.
Think about the surgeries for those who are suffering from trachoma, which are very simple and straightforward. And all these have been delayed because of COVID-19. And you may think of also the direct effects. We know that age and nutrition issues are directly related to NTDs and also directly related to COVID-19 severity and mortality. We know also that COVID-19 is directly related to immunosuppression. So if you're immunosuppressed, you're more likely to be at risk of severe COVID and likely to die. If you're immunosuppressed, of course, you're also at risk of NTD. So when you have this mixed in there, the direct health effect, it is a possible catastrophe. But I am especially concerned about the indirect effects, which I talked about, which we are not seeing right now, but which we need to pay very serious attention to. And with that, I'd like to conclude with my last slide, where I say the weaker the health system, the greater the impact of COVID-19 on the poverty-related NTDs. The health system is the vehicle for NTD control, for the interventions, including the prevention and the treatment. And the full impact of COVID-19 is yet to be felt, and we need to brace for this. I have put this picture here, which is a letter which was signed by Honorable Chancellor, Excellency Angela Merkel, and the President of Ghana, Nana Akufo-Addo, together with the Prime Minister of Norway, which is very interesting in that it sort of spoke to the need for attention to the health aspects of the Sustainable Development Goals. Now more than ever, we need attention to these things that were called for in 2018, way before COVID. And I'd like to thank you, especially the German parliamentarians, for taking time off to listen to this. I hope it is helpful and would offer you the necessary directions which you need in decision-making towards supporting the research and the interventions which will address this double effect of COVID-19 and neglected tropical diseases. So I'll hand over to Sabina, who will speak more details to some of the activities that we're engaging in. Thank you very much. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Also. Dank Ihnen, Dr. Amoasi. Ja, gerne, Frau Dr. Specht. Ja, also jetzt geht es um die Antwort von DNDi auf die COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen auf die Bekämpfung hier von PRNGs. Frau Dr. Specht, bitteschön. Ja, herzlichen Dank und auch herzlichen Dank erstmal an meine Vorredner, die schon sehr deutlich gezeigt haben, wo wir direkte und indirekte Effekte haben. Und das war eine kleine Auswahl. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Punkte, an denen man die Problematik in LMICs, also in afrikanischen Ländern zum Beispiel deutlich machen kann. Und ich würde jetzt gerne noch mal ein paar Details erklären, inwieweit wir miteinander, voneinander und gemeinsam diese komplexe Thematik angehen können, um Dinge voranzutreiben. Und zum Ersten wollte ich gerne einmal darlegen, welche Probleme sowohl bei NTDs als auch bei Covid bestehen. Zum einen haben wir zum Beispiel nicht ausreichende diagnostische Tests. Das haben wir sehr schön beim Covid gesehen. Wir haben zum einen die sehr aufwendigen, komplizierten und auch teuren PCR-Tests. Schnelltests mussten erst nachträglich noch auf Hochdruck entwickelt werden. Und bei den NTDs ist das Gleiche über einen sehr langen Zeitraum, dass wir auch dort wirklich ein Fehlen von diagnostischen Methoden haben. Und wir haben auch jetzt bei Covid gesehen, dass wir Diagnostika benötigen, um die Pandemie auch einzudämmen und fokussiert Herde entdecken zu können und dann in den Lockdown zu schicken. Und auf der anderen Seite haben wir auch wieder das Problem, wenn wir NTDs eliminieren wollen, müssen wir ein vernünftiges Mapping vorhanden haben und auch das geht wieder nur mit vernünftiger Diagnostik. Des Weiteren bei Covid sind wir eingestiegen und haben kein kein Medikament gegen die klinische Form oder die klinische Darstellung von Covid gehabt. Genauso ist das auch bei vielen NTDs und das hat Herr Amoasi ganz kurz angerissen, dass wir auf einige wenige Medikamente zurückgreifen können, die in Massentherapien verwendet werden. Und auch das hat in sich schon eine Problematik, dass wir dadurch, dass wir es millionenfach anwenden, Resistenzen induzieren können, dass wir auch nur auf ein Medikament zurückgreifen können. Das heißt, hier ist man wirklich gefragt,
alternative Methoden und neue Verfahren zu entwickeln, um diese Erkrankung zu beherrschen. Und um ein neues Medikament zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, bedarf es sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und hier haben Sie einfach nur mal eine Darstellung, was dahinter steckt. Und vieles haben Sie jetzt durch Covid auch wahrscheinlich nochmal aktuell im Kopf. Zum einen haben wir eine präklinische Phase, da gehen mehrere tausend Compounds in dieser Entwicklung. Viele fallen heraus, weil sie entweder nicht sicher sind oder weil sie nicht effektiv sind. Und man erreicht dann nachher die klinische Phase mit nur einigen wenigen Compounds nach einigen Jahren normalerweise und muss dann Phase 1, Phase 2 und Phase 3 sicherstellen, dass man ein Medikament hat, was nicht nur sicher ist, sondern auch effektiv. Und dann kommt es zu einer Registrierung. Und der letzte Schritt ist auch einmal noch relativ schwierig. Das ist dieses Medikament dann auch den entsprechenden Populationen auch zur Verfügung zu stellen, was nochmal ein sehr großer finanzieller und organisatorischer Aufwand auch ist. Und hier haben wir zum einen bei Covid das Problem gehabt, dass die Zeit relativ knapp war und man sehr schnell in die klinischen Trials musste, um die Krankenhausaufenthaltszeit zum Beispiel zu verkürzen in westlichen Ländern. Und zum anderen bei NTDs ist dies schon seit Jahren der Fall. Und zwar haben wir dort das Problem, dass wir vor allen Dingen diese ganze präklinische Phase sehr unterfördert haben. Das heißt, wir haben dort keine großen finanziellen Möglichkeiten, um viele Compounds oder viele Strukturen zu testen. Und da muss man eigentlich so ein bisschen aus dem normalen Entwickeln herausgehen und sich Alternativstrategien raussuchen. Und eins ist das sogenannte Repurposing, dass man auf vorhandene Strukturen bei anderen Indikationen, also bei anderen Erkrankungen angewendet werden, dass man die vielleicht dann auch sinnvoll bei Covid-19 oder auch bei NTDs einsetzen kann. Und das Problem ist sehr häufig, dass diese Indikationen, wie zum Beispiel die NTDs, dass die nicht marktgesteuert sind. Das heißt, es ist relativ wenig Anreiz, um dort zu investieren. Das heißt, man muss auch da mit starker Partnerschaft und mit starken Partnern an der Seite kann man nur in diesem Bereich vorankommen und neue Therapien zur Verfügung stellen. Und so wie wir bei Covid gesehen haben, wenn man seine Köpfe zusammensteckt und auch wirklich Förderungen auf den Tisch legen kann, dann geht es auch sehr, sehr schnell tatsächlich. Und ich war persönlich auch sehr, sehr erstaunt, wie schnell man dort voranschreiten kann, dass man eben durch solche Partnerschaften dann Forschung und Entwicklung auch sehr stark vorantreiben kann. Und da ist der Anti-Covid-Trial zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir versuchen, zusammen mit unseren Partnern und John und Jürgen haben ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir dort versuchen, uns an die afrikanischen Situationen anzupassen. Dort versuchen wir nicht den Klinikaufenthalt zu verlängern, sondern zu verkürzen, sondern erst zu verhindern, dass Patienten in diese klinische Phase hineinrutschen und somit auch das Gesundheitssystem, was natürlich wesentlich weniger entwickelt ist in afrikanischen Ländern als uns in den westlichen Raum, dazu verhindern, dass die Patienten eben gar nicht erst behandelt werden müssen. Und da gibt es ganz verschiedene Beispiele auch im Bereich der NTDs, die genauso ein Out-of-the-Box-Thinking versuchen und durch Partnerschaften Medikamente weiterzuentwickeln. Da machen wir zum Beispiel in Deutschland eine Kollaboration mit Bayer, um ein auf dem Veterinärmarkt zugängliches Antihelminthikum weiterzuentwickeln, das dann jetzt auf den Menschen übertragen wird. Und gerade das ist im Sinne des One Health Aspekt, dass man eben aus verschiedenen Bereichen sich zusammensetzt, um Medikamente voranzutreiben. Eben auch ein sehr schönes Beispiel, dass eine starke Gemeinschaft mit Partnerschaften
zu einer Produktentwicklung führen kann. Das Zweite ist, dass eben auch wirklich in Anbetracht gezogen werden muss, dass die Situation in afrikanischen Ländern einfach anders ist und dass dort mit wesentlich mehr Aufwand das gleiche Ziel erreicht werden muss. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass dann klinische Trials, die noch einmal die Sicherheit und die Effizienz einer Medikation bestätigen sollen, dass die dieser Aufwand bei gleichbleibender Qualität wesentlich größer ist. Und als Letztes, den Punkt hatten wir auch schon ganz kurz angerissen, ist wirklich die Zugänglichkeit zu diesen Medikamenten, die nochmal ein erheblicher organisatorischer und auch finanzieller Aufwand bedeutet. Wir sehen das jetzt bei Covid, da werden Impfzentren aus dem Boden gestampft und es muss auch die Verfügbarkeit in verschiedenen Ländern gewährleistet sein. Wir haben das Kühlungsproblem und das ist alles nochmal verstärkt natürlich, wenn wir die Impfstrategien auch in Afrika einsetzen. Und zusammenfassend, um nicht zu viel Ihrer Zeit zu nehmen, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir gemeinsam, und damit meine ich wir uns beim DNDI, ich meine auch das deutsche Netzwerk für NTDs, das afrikanische Netzwerk für NTDs, wir sind da alle gemeinsam gefordert, dass wir unsere Arbeit auch bei NTDs weiter vorantreiben, trotz der Covid-Pandemie, die auch erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung unserer täglichen Arbeit bedeutet. Zum Zweiten versuchen wir, unsere Expertise in den klinischen Studien öffentlich sichtbar und zugänglich zu machen, denn nur über Transparenz und zur Verfügung stellen von Daten können wir als Gemeinschaft hier die nächsten Schritte machen. Und da ist der Anti-Covid-Trial ein sehr schönes Beispiel, der eben über verschiedene Länder in Afrika geht und versucht, wie eben schon kurz erwähnt, zu ermöglichen, dass wenn die Inzidenz der klinischen Fälle zunehmen sollte in Afrika, dass dort ein Medikament zumindest zur Verfügung steht, was leicht zugänglich ist, das dann ein Reinrutschen in die klinische Phase oder den klinischen Aufenthalt verhindern kann. Das nächste, auch kurz erwähnt, ist, dass wir zusammen mit dem sogenannten ACT Accelerator, das ist das zur Verfügung stellen von allen denkbaren Tools, die es in und um Covid gibt, dass wir dort zusammenarbeiten. Eins ist die Diagnostik, die wir schon kurz angerissen hatten. Das andere ist, dass wir Medikamente durch entweder andere Indikationen, vorhandene Medikamente testen oder auch neue Medikamente testen, um diese in die Entwicklungsphase zu schieben, damit wir dann auch neue Medikamente zur Verfügung haben. Und der letzte Punkt, auch ganz kurz angerissen, war schon die Clinical Research Coalition. Und hier kann ich nur noch mal betonen, dass es wirklich extrem wichtig ist, dass wir alle unsere Köpfe zusammenstecken, sowohl von der innovativen Seite als auch von der finanziellen Seite, dass wir transparent miteinander reden, um globale klinische Forschung auch zu stärken und dass wir uns an bestimmte Situationen anpassen, damit zum einen die Situation in Europa, zum anderen die Situation in den USA oder auch in Asien oder Afrika. Wir müssen vermeiden, dass wir Investitionen nicht doppelt tätigen oder dann im schlimmsten Fall gar nicht in bestimmten Bereichen, sondern dass wir durch gute Kommunikation uns miteinander abstimmen. Und da ist vielleicht als Letztes nochmal ein Punkt zu erwähnen, der auch bei dem World Health Summit vor einigen Wochen sehr deutlich herauskam, dass man eben auch Synergien entwickeln kann, um die Investitionen, die derzeit für Covid getätigt werden, auch für andere Erkrankungen, wie zum Beispiel den NTDs, dann auch zugänglich machen. Denn nur über diesen fokussierten und gemeinsamen Weg kann man mehr als eine Krankheit erreichen. Und damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Specht, auch, dass Sie es auch so kompakt rübergebracht haben, Ihre Inhalte. Und ich denke, Sie haben alle, wenn ich jetzt alles drei zusammen nochmal betrachte, dann haben Sie uns da einfach ein großes Tableau nochmal eröffnet. Auf der einen Seite der Ausblick vom Professor May oder der Überblick über die aktuelle Situation, der ja auch ein bisschen Hoffnung macht, weil noch ist ja nicht ausgemacht, ob der afrikanische Kontinent in gleicher Härte getroffen wird wie andere Regionen dieser Welt. Aber auf der anderen Seite ganz wichtig die Hinweise von Dr. Amor, Sie ja
die Sorge ist ganz groß, wenn eben diese Pandemie wirklich auf ein schwaches Gesundheitssystem trifft und dass von daher eben alle Anstrengungen unternommen werden müssen, um tatsächlich auch dort, wo das Gesundheitssystem schwach ist, eben auch wirklich alle anderen Anstrengungen mit gleicher Kraft fortzusetzen, die wir vorher eingesetzt haben, zum Beispiel bei der Bekämpfung eben der vernachlässigten Tropenkrankheiten. Und da ist auch Ihr Hinweis nochmal wichtig, dass dafür wirklich alle 17 Nachhaltigkeitsziele von Bedeutung sind und wir uns eben nicht nur auf das SDG 3 konzentrieren können. Insofern macht das, was Sie jetzt, Frau Dr. Specht, dann auch über die tatsächlich vorhandenen Kooperationen gesagt haben, ja auch ein Stück Mut und macht aber gleichzeitig deutlich, wie wichtig es ist, sich jetzt nicht auf die eine große Pandemie zurückzuziehen und dort alle Kräfte und alle Finanzmittel hinzulenken, sondern eben wirklich gleichermaßen eben auch die vielen anderen Krankheiten mit Nachdruck zu bekämpfen und vor allem die Forschungsanstrengungen doch so auch zusammenzufügen, dass hier tatsächlich auch Synergien entstehen, die helfen, sowohl eben die sehr unterschiedlichen Entities als eben auch diese Herausforderungen rund um Covid-19 weiter zu bekämpfen. Aber ich will jetzt nicht lange weitersprechen. Die Frage ist, wie wir die anderen Teilnehmer ins Gespräch holen können, weil ich nämlich leider, muss jetzt mal gucken, ich sehe zwar die Zuschauer, die da sind, ich sehe aber nicht, ob sie sich zu Wort melden. Jetzt brauche ich technische Unterstützung. Damian, can you hear me? Yes, I can. So the participants can now raise hands and then we can open them up to ask a question. Is that correct? That's right. Okay. Also alle Teilnehmer müssten einfach nur die Hand heben und dann könnten wir sie dazu schalten. Die müssen nur von uns erfahren, dass sie jetzt das Wort haben. Und ich sehe keine Wortmeldung auf meinem Bildschirm. Sehen Sie das, Frau Dr. Specht? Nee, im Moment haben wir, glaube ich, noch keine. Gut, wenn wir noch keine Frage haben, dann würde ich gerne mal mit einer Fragestellung anfangen, weil ich vor kurzem die Gelegenheit hatte, mal bei der Firma CureVac einen Besuch zu machen in Tübingen, die ja nun eben auch an einem der Impfstoffe arbeiten. Und die haben mir damals sehr anschaulich geschildert, dass es eigentlich möglich wäre, diesen Impfstoff, den Sie da herstellen, durchaus auch beispielsweise in Afrika zu produzieren herzustellen, weil dieser eigentliche Produktionsprozess in einem relativ kleinen Gerät stattfindet, das so die Größe eines kleinen Containers hat, den man ja durchaus direkt auch nach Afrika verkaufen könnte. Ist das realistisch? Ist das vorstellbar, dass man einen solchen Know-how-Transfer hinbekommt und dass es möglich wäre, eben tatsächlich einen solchen wichtigen Impfstoff auch dort vor Ort zu produzieren? Oder braucht man dafür im Grunde andere Vorgehensweisen? Das würde mich jetzt von Ihnen interessieren. John, would you like to start? No, thank you very much. I can take that question. You can confirm you can hear me because of the translation. It's okay. Wonderful. No, thank you very much for that question. And I really do appreciate where this question is coming from, because I think it speaks to the heart of the issue. I made mention in my presentation of the concerns regarding the COVAX facility. Germany and France and others have been very supportive of the COVAX facility. But of course, when push comes to shove, there is always, as I mentioned, this tension between the national responsibility to the citizens and then the question of global equity. And no one can close their eyes
to this, especially when there are limited resources. So we have a situation now where the COVAX facility, while not fully funded to where it is needed, has the money, but does not have the vaccines to buy because everything has already been taken or has been pre-ordered in advance. In fact, the estimations are that people in African countries will not be getting a vaccine till much later in 2021, and even that, maybe 1 in 10 people will be getting, whereas in some countries, you already have more than enough to vaccinate 3 times the population. Now, more specifically to your question, I have not seen the facility in Tübingen myself, but I do know that we have been engaging in significant technology transfer, especially in our relationship with Bernard Nock Institute over the past 20 years. And Professor Meyer himself is one of the biggest proponents, I don't say this to flatter him, but it's just the truth, of the transfer of know-how and technology across in a very fair and equitable way. A lot of the research we do, we conduct in our laboratories here. We started off by transporting a lot of samples to Germany because we couldn't do it ourselves. But now we do most of the things in Ghana, and we do parallel things. We do it in Ghana, we compare it to what is in Germany as a way of improving our standards. Specifically to the vaccine production, it is certainly possible to transfer this technology. And I must say, never in the world has there been such a quick turnaround time of the emergence of a pathogen to the production of a vaccine. These are things which we know take on average 10 to 15 years. To do it within the space of less than a year is unprecedented. Now, if this can happen globally, who says that it's not possible to transfer technology that is already existing and certified to a country that has never done it before? Of course, we now know that this is possible. So my short answer to your question is, yes, this is possible. It's only the willpower and the cash to push it. Thank you. Ich muss mal etwas ergänzen dazu. Ja. Ich kenne nicht die genauen Produktionsbedingungen von dem Impfstoff, aber ich denke, wenn es möglich ist, Medikamente und Impfstoffe auch in Afrika zu produzieren, dann sollten wir das tun. Und wenn hier keine große Fabrik benötigt wird, sondern nur ein Container, in dem so etwas stattfinden kann, dann sollten wir das tun und unterstützen und machen. Denn es ist in unserem Bereich gibt es gerade den Begriff Decolonializing Science, so Entkolonialisierung von Wissenschaft und Entwicklung. Und wir sollten diesen Weg weitergehen. In diesem Fall haben wir allerdings ein weiteres Problem. Und ich weiß auch nicht, wie der Impfstoff dann, wenn er produziert wird, gelagert wird und transportiert wird. Aber wir wissen ja, dass es Impfstoffe gibt, jetzt von den dreien, die jetzt im Moment am häufigsten genannt werden, die dann auch nur bei minus 80 Grad aufzubewahren sind und nur für wenige Tage dann auch haltbar sind, wenn sie nicht bei der Temperatur gekühlt werden. Also das sind natürlich Probleme, die wir weiterhin dann in vielen afrikanischen Ländern haben werden. Also die Logistik und die Infrastrukturen gehen natürlich weit über einen Container, der so einen Impfstoff herstellen kann, dann hinaus. Und da müssen wir natürlich auch weiter dran arbeiten. Ich muss jetzt noch mal fragen, ob jemand sieht, ob sich von den Zuhörern jemand zu Wort meldet, weil ich das auf meinem Bildschirm leider nicht sehen kann. Es gibt 2 Wortmeldungen. Ich sehe das. Gut, dann sagen Sie bitte, wer das ist, und dann könnten wir die zu Wort kommen lassen. Das Problem ist, dass hier in Zoom, dadurch, dass da noch ein Zusatz dazu gemacht wird, sprechen zugelassen, kann man den Namen nicht mehr lesen. Aber JB... Das ist Jens Beek. Ja, ja, genau. Jens Beek von der danach, FDP, genau. Dann lassen wir doch den Jens Beek jetzt mal zu Wort kommen. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Behrens. Herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, heute so ein aktuelles Update zu kriegen. Ich würde gerne neben den aktuellen Fragen, die wir zu Distribution von möglicherweise schweren logistischen Fragen beim Corona-Impfstoff haben, nochmal die Situation erfragen, wie Sie sie einschätzen mit Blick auf andere Krankheiten. Wir haben das gerade angesprochen. Wir haben gerade heute zum Deutschlandfunk einen Beitrag darüber, dass die angeblich ausgerottete Polio zurück ist, dass sich Schwierigkeiten ergeben, jetzt eine Eindämmung hinzubekommen, auch wegen der Corona-Situation mit Abstand halten, mit nicht mehr
vollumfassend durchgeführten Impfkampagnen in diesem Bereich. Also die Frage ist, wenn wir auf der einen Seite sagen, es hat Afrika derzeit nicht so getroffen, wie wir das befürchtet hatten, was SARS-CoV-2 angeht. Wir sehen aber an verschiedenen Stellen, das hatten wir auch im Ausschuss schon mehrfach, dass andere Impfkampagnen nicht mehr so durchgeführt werden können, wie das geplant gewesen ist. Wie schätzen Sie die Gefahr von Polypandemien ein, wenn sich die Situation nicht schnell entspannt? Und was könnte man dagegen tun aus Ihrer Sicht? Herr Professor May, sagen Sie noch mal, wer sich noch zu Wort gemeldet hat, dann würden wir die Person auch noch aufrufen. Monique Wasuna. Frau Dr. Wasuna, genau. Yeah, thank you very much for the opportunity to meet with you and to speak. I just wanted to say something about access to vaccines and manufacturing of vaccines in Africa. And I agree with what the other speakers have said, what John has said. It's very important that actually we have equitable access and the process is open and transparent and that it's inclusive. So in Africa, we find ourselves in a disadvantaged position, as John has said. And it will be good to transfer the technology and make the vaccines. But then you may find that vaccines are going to be made in Africa, but then go back to Europe or to America, and not really delivered to the people that need it most. So I think there has to be some system in place that could ensure really that whatever is made in Africa stays in Africa and doesn't find its way to other developed countries because they have the money to do to buy the vaccines. The other thing is that most of the developed countries, Europe and America have bought lots of vaccines that they don't even need in advance. So is there a way that, we can, convince them to sell this to COVAX or, so that Africans can also have access to vaccines? Otherwise, I think there'll be many years before Africans get any vaccine. Thank you. Wir hätten dann noch den Herrn Dr. Kippels, aber vielleicht, Jürgen, wolltest du erst auf die Frage von dem Herrn Beek noch kommentieren, bevor wir weitermachen? Jetzt können wir Sie nicht verstehen, Frau Behrens. Sie haben Ihr Mikrofon eingeschaltet. Jetzt, vielen Dank für den Hinweis. Mein Vorschlag wäre, dass wir ruhig den Dr. Georg Kippels noch nehmen als Fragesteller und Sie drei dann nacheinander einfach nochmal antworten, weil wir ja leider schon wieder am Ende der Zeit sind und ich weiß nicht, wie lange wir die Zoom-Konferenz fortsetzen würden. Deshalb würde ich vorschlagen, dass der Georg Kippels seine Frage noch anschließt. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich jetzt vernehmbar bin. Danke für die Ausführungen. Ich versuche es ganz komprimiert zu machen. Wir haben ja eingangs von Herrn Professor May gehört, dass im Moment der Erkenntnisstand über die Ausbreitung der Pandemie in Afrika sehr ungenau ist, weil teilweise zu wenig Testkapazitäten da sind, teilweise auch die Regierungen das Testen als solches nicht verfolgen. Und ich denke mal, sicherlich auch die Durchdringung von großen Städten und Ähnliches ein ernsthaftes Problem darstellt. Um aber, ich sag mal, über den Kontinent einen halbwegs gesicherten Erkenntnisstand zu bekommen, wäre es sinnvoll oder macht es Sinn, möglicherweise auf multinationale Organisationen als Hilfsorganisationen zurückzugreifen? Ich denke da zum Beispiel an Gavi, um diese Aufgabenstellung zu lösen. Und daran schließt sich direkt die zweite Frage an, wenn wir denn dann alle technischen Fragen jetzt mal zurückgestellt, in der Lage wären zu impfen, welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, um die Personenkontrolle, sprich also, dass bei zweimal Impfung auch dann wirklich beide Personen erfasst werden. Wie kann das organisatorisch geleistet werden? Wir sehen ja schon hier in Deutschland beim Aufbau der Impfzentren durchaus eine Reihe von organisatorischen Fragestellungen, die uns schon an die Grenze
der Leistungsfähigkeit bringen. Gibt es dazu Überlegungen, wie das in Afrika umgesetzt werden könnte? Und gibt es insbesondere schon Staaten, die zu diesem Thema konkrete Überlegungen vielleicht angestellt haben? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Georg Kippels. Und ich würde dann vorschlagen, dass erst Professor May antwortet, vor allem auch auf die Frage vom Herrn Beek, dann Dr. Amouasi und zum Schluss Frau Dr. Specht. Ich versuche es kurz zu machen, damit dann Herr Amouasi und Frau Specht noch ihren Beitrag leisten können. Also die Frage von Herrn Beek. Polio ist ein gutes Beispiel für etwas, was ich auch in meiner kurzen Präsentation sagen wollte. Das direkte Problem von Covid ist zumindest noch nicht so groß in Afrika, aber die indirekte Problematik ist schon riesig. Die WHO hat im Sommer schon Zahlen vorgelegt, die gezeigt haben, dass die Gesundheitsleistungen um 44% zurückgegangen sind. Das betrifft Impfung, ganz normale Impfung, Diabetesvorsorge, Familienplanung, auch die Diagnose und Therapie der Tuberkulose. Also Covid hat schon einen Einfluss auf die Gesundheitssysteme in Afrika, ohne dass Covid im Moment ein großes direktes Problem ist. Aber wir wissen nicht ganz genau, wie das weitergeht. Das wollte ich auch sagen. Deswegen ist es wichtig, auch Medikamente für Afrika zu entwickeln, die preiswert sind, die gelagert werden können und die diese Bedingungen erfüllen. Polio zeigt gut, dass wie bei den vernachlässigten Tropenkrankheiten, dass es notwendig ist, in der letzten Meile, wie das da so genannt wird, auch dann den Deckel zuzumachen. Und wenn man ganz knapp vor dem Ende ist, wie bei Polio, wenn dann Bürgerkriege oder Pandemien kommen, dann kann sich das wieder ausbreiten, auch eine indirekte Folge. Und ganz kurz zu Herrn Kippels. Tatsächlich ist die Infrastruktur natürlich eine große Frage, aber man muss sagen, die Impfung durch die WHO, die Kinderimpfung, das ist eigentlich das Programm der WHO, was wirklich am besten funktioniert in den afrikanischen Ländern. Das ist wirklich ein Rückgrat, worauf man auch andere Dinge, auch weitere Impfungen aufbauen kann. Und insofern bin ich da gute Hoffnung, dass das funktioniert, wenn die Länder akzeptieren, dass es Covid überhaupt gibt. Also nicht so wie in Tansania, wo das tatsächlich einfach geleugnet wird. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme, soweit ich das sehen kann. Dr. Amouasi. No, thank you very much. And I'd like to just respond very quickly, I know because of the time, to Honorable Dr. Kippel's statement or question on the risk of double vaccination and how it would be carried out. I think Professor Mai did indeed point to the response to this. They are very robust systems in Africa to roll out vaccination campaigns in some of the most complicated terrain, certainly far more complicated than exists in Europe and in North America. We have had vaccination coverages of over 90% for polio, for different kinds of diseases. Immunizations for children via a cold chain have been maintained. We've seen vaccinations in places like Guinea for Ebola, in the DRC, even in the midst of conflict, there is some success in this area. So I think the risk of double vaccination or inefficiency is relatively low because we have a very well-primed system. We've seen the way in which the Africa CDC and WHO Afro and others have been so efficient in coordinating activities across Africa for the supply of PPE and for the supply of ventilators and other kinds of equipment. So I think that there is a very robust infrastructure in place to address this potential risk of wastage and inefficiency. Thank you. Ja, und vielleicht noch als letzten Kommentar möchte ich einmal nochmal die Polypandemie zum Beispiel aufgreifen, die Herr May schon zum Teil beantwortet hat. Und da ist es auch wichtig, sich wirklich klarzumachen, dass zum Beispiel solche Erkrankungen wie Malaria, dass die Mütter nicht mehr in die Kliniken zur Zeit des Lockdowns gehen, sodass Kindern, die dann gerade eine akute Phase erleiden, eben auch nicht gerecht geholfen werden kann. Das ist ein Beispiel. Und dann hatten wir ja auch schon ganz kurz diese langfristigen Folgen. Wenn wir jetzt aufgrund der gesamten Schutzmaßnahmen die Massenbehandlungen, die bei Helminteninfektionen zum Beispiel einmal im Jahr gegeben werden, wirklich ausbleiben, dass das dann im Nachhinein in ein paar Jahren noch einen stärkeren Effekt haben wird.
Und wir versuchen natürlich, um auf Herrn Kippel noch einmal einzugehen, wir versuchen als Gemeinschaft wirklich über diese Verbindung des ACT Accelerators, wo die WHO, die WHO mit beteiligt ist, es sind verschiedene Förderer dran beteiligt und unter anderem auch wir, um genau diese Infrastrukturen auch mit weiter zu unterstützen und da auch nochmal vielleicht das Konsortium, zum einen das Antikov und zum anderen Covid-19 Research Coalition, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, das sind zwei ganz wichtige Zusammenschlüsse von Partnern, die hier versuchen, diese Strukturen auch weitestgehend zu unterstützen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal im Namen aller recht herzlich für die Förderung, die uns möglich gemacht wurde, zu bedanken, die wirklich einen wichtigen Meilenstein, um auf Covid zu antworten, in vielerlei Hinsicht bedingt. Ja, vielen Dank auch für Ihre Schlussworte sozusagen. Wir müssen es ja leider jetzt an der Stelle abschließen, obwohl es gerade recht spannend ist in unserer Runde. Und ich möchte gerne nochmal eingehen auf den Appell, den Frau Dr. Vasuna vorhin vorgebracht hat, nämlich wie wichtig es ist, dass eben das, was jetzt sich die, sage ich mal, die Industrienationen vor allem an Impfdosen gesichert haben, dass eben von diesen Impfdosen tatsächlich, dass die verteilt werden, dass die gerecht verteilt werden und eben wirklich auch die Länder des globalen Südens an dieser Impfstoffentwicklung wirklich frühzeitig partizipieren können. Und ich denke, da ist es wichtig, dass ja auch die WHO als Leitlinie ausgegeben hat, wirklich Gesundheitsfachkräfte weltweit als erstes zu impfen. Ich denke, das ist ein wichtiges Ziel. Und mein Eindruck ist schon auch, dass die deutsche Bundesregierung das so auch wichtig nimmt und ja auch deutlich gemacht hat, dass eben der Covid-19-Impfstoff ein globales öffentliches Gut sein muss. Wir werden jedenfalls intensiv daran mitwirken, dass es auch wirklich dazu kommt und eben von vornherein hier auch eine Verteilung und vor allem auch gerechter, transparenter Zugang dazu besteht. Aber ich habe aus der heutigen Runde vor allem auch nochmal mitgenommen, dass es wichtig ist, wirklich alle Anstrengungen auch zur Bekämpfung der vernachlässigten Tropenkrankheiten unvermindert fortzusetzen und eben auch wirklich diesen Ansatz der PDPs weiterhin zu fördern. Also wir haben ja die Situation, dass eben die Förderrunde der PDPs im kommenden Jahr ausläuft. Und ich glaube, mit der heutigen Veranstaltung haben Sie auch nochmal unterstrichen, wie wichtig und lohnend es ist, an der Stelle wirklich auch weiter zu investieren, auch in diese, vor allem auch in diese Forschungspartnerschaften, die Sie uns heute vorgestellt haben. Und insofern also ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, in dieser relativ kurzen Runde in diesem Webinar diese Informationen aufnehmen zu können und sich dazu austauschen können. Und nochmal einen herzlichen Dank vor allem an die NDI für die Vorbereitung und auch die technische Durchführung dieses Rahmens. Sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank. Und alles Gute, bleiben Sie alle gesund. Ebenso. Danke, tschüss. Wünschen wir wechselseitig schönen Abend noch. Schönen Abend.